Tut mir leid, ich kann so ein Jump-Ding machen. Ich teste das mal. Oh mein Gott. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Apex. Es kam ein dickes Update. Dieser Knilch kam hinzu, oder diese Frau? Doch, ein Knilch ist das, ne? Ja. Guck mal, der hat ja gar keine richtigen Beine. Und es gibt nun auch den Battle Pass, beziehungsweise die Season, die lang erwartete. Wir sind jetzt in Season 1 und man kann hier mit dem Battle Pass den ganzen Schotter hier freispielen. Man kann, ach Gott, hast du nicht gesehen, was du damit alles machen kannst. Wahnsinn. Wenn ihr diese Origin-Mitgliedschaft habt, diese, keine Ahnung wie sie heißt, dann zahlt ihr 1 Euro weniger. Also irgendwie 7,99 € oder halt 8,99 € und normalerweise kostet es 9,99 €, weiß ich nicht. So viel zahlt ihr für diesen Battle Pass, beziehungsweise eben 950 Münzchen. Und jetzt gibt es endlich einiges zu tun. Man hat die ganze Zeit Apex ja so aus freien Stücken, aus Spaß herausgespielt, um eben auch besser zu werden. Aber jetzt hat man so eine richtige Liste zum Abarbeiten, was natürlich extrem geil ist. Also jeder hat sich Seasons gewünscht. Das würde sicherlich anderen Spielen auch sehr gut tun. Und hier wurde es jetzt umgesetzt. So, habe ich jetzt Waffen geschenkt bekommen oder was? Wie Werkszustand? Kaleidoskop, so ausrüsten. Ich kann ihn jetzt noch nicht spielen, weil ich ihn erst freischalten muss. Ich habe jetzt keinen Bock, Geld aufzuladen und ihn zu kaufen. Den Pass habe ich geschenkt bekommen, beziehungsweise die 10 Euro. Ich will das jetzt nicht unbedingt überstürzen mit ihmchen hier. Denn jetzt, wo der Battle Pass am Start ist, wird man eh ordentlich reinzocken, ganz klar. Um hier die Sachen freizuspielen, weil da eben ein Sound. Nice. Ja, man wird jetzt eh praktisch diese Münzen von alleine, diese Legenden-Token von alleine generieren. Denn er kostet 12.000, so wie die anderen auch. Sieht man das hier nicht irgendwo? Hier, 12.000. So viel haben auch die anderen zwei Dödel gekostet. Hier, Mirage und Caustic. Und ich würde sagen, zum Anpfiff in die Saison kann man doch mal eine Runde zocken, nicht wahr? Komm ich in Mirage? Und kündige auch direkt den Livestream dabei an. Jetzt gleich, um 18 Uhr geht's los. Also nach dem Video könnt ihr direkt in den Livestream kommen, ja? Wir spielen auch Apex. Zuerst CSGO, danach Apex. Batsch! Komm mit meinem süßen Schlafanzug, herrlich. Keck, ne? Wehe, du nimmst den ich haben will. Bald schön die Alt. Ja, Pathfinder kannst du auch nehmen, erlaube ich dir. Sehr gut, du Grasdackel. Ich stimmte, kannst du Mirage. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, was Oktan kann, ne? Warte mal. Köder, Stim, Sprungkissen. Platzierbares Sprungkissen. Alter, Oktan, was kannst denn du alles? Wie Oktan spielt, natürlich. Sicherlich gekauft. Oh, cool, habt ihr es gesehen? Da unten stehen jetzt auch die Siege in der Saison. Da lässt man sich nicht lumpen. Apex ist ein cooles Spiel und gerade wenn man dann noch auf was hinarbeiten kann, ist es noch ein Ticken cooler. Ich würde sagen, Grube wählen wir an. Nee, halt nicht Grube, komm. Sollen wir vielleicht die Slumsee nehmen? Ich glaube, der fliegt echt circa zu meinem Vorschlag. Wahnsinn! Er will echt da hoch? Nee. Eine kleine Kacke hat das Ding gemacht. Na, logisch. Wenn ich Kacke heißen will, würde ich auch so komische Markierungen setzen. Geil, direkt im Rucksack Stufe 2. Ach Jungs, da die Rüstung würde ich mir gerade mal einverleiben. Danke. Wisst ihr was? Ich mache mal die Facecam darüber, dass ich euch hier nicht blockiere. So. Dann gönne ich mir mal was hier. Zack, Pistolen sind schon nicht schlecht, aber irgendwie kann es auch gerne was Dickeres sein. Stopp mal. Haha. Nice, nice. Da kann ich abbrechen hier. Never mind, ey. Forget that. Dann können die Jungs das ruhig haben. Ich hätte jetzt aber gerne eine gescheite Waffe. Hallo? So eine schöne Friedensstift. Ach. Oh, eine Prowler. Naja. Komm. Habe ich zufällig? Nee, habe ich nicht. Los, Knödel, renn. Alter, wie er meint, der ist schneller als ich, was? Oh, jawohl, endlich eine Flatline. Alles klar, gönne ich mir. Wo ist denn die Zone? Aha. Schon ein Stückchen. Wie sie auf dem Schiff gelandet sind, die Gauner. Hätte ich aber Schiss, dass ich runterblotz. Pay attention, Gang. Wir sind eine Gang. Die Bandenzugehörigkeit ist uns auf die Stirn geschrieben. Der hat sein Jump-Pad geholt, Leute. Guck mal da, der kann so ein Jump-Ding machen. Ich teste das mal. Oh mein Gott. Scheiße. Ich teste das mal. Tot. Alter, mit der Paula, schöne Dauerfeuer. Mm. Ah, es freut mich jetzt wieder ein bisschen Apex zu dödeln. Ich habe es ja recht exzessiv gespielt und dann einfach mal 3 Wochen nicht. Ich hatte alle Charaktere durchgemacht für YouTube halt. Und dann wollten wir es im Stream spielen. Ich glaube, letzte Woche schon, da gab es ein Update von 3 GB. Und das habe ich dann einfach eine ganze Woche lang nicht geladen. Und es ist immer nur im Stream eingefallen. Und im Stream kann ich kein 3 GB Update laden, weil ich halt stream und nicht laden kann dann dabei. Okay, er schießt. Da links, der Stalin. Little Satan meine ich. Obwohl. So, ich lasse meinen Dödel mal hier langlaufen. Und hoffe einfach, dass der jetzt nicht... Ja, sehr gut, der wird da nicht geblockt. Ich werde hier nochmal den Köder entlang schicken. Ich bekomme eine Nachricht, wenn der angegriffen wird. Gucken wir uns die Pisser mal an hier. Erstmal Granaten reinschmeißen von weiter weg, weißt du da, ne? Schön neibumbern die Geschichte. Oh, shit. Ja, guck mal, den ersten genödelt, direkt. So macht man das. Jetzt gehe ich hier hoch. Kann ich da... Ja, da komme ich drauf, oder? Jawohl. Und jetzt schön von oben Highground-mäßig runterbollern. Ah, der ist schon down. Merkst du was? Double Kill, Alter. Double! Und ich habe praktisch nur in den Arsch gebohrt. Immer schön ausloten, Granaten schmeißen, wisst ihr Bescheid. Also wenn ich die Wahl habe, dann auf jeden Fall... Oh. Ah. Sorry, ich bin heute einfach... ich bin heute irgendwie ein bisschen durchgepeitscht. Ich bin heute etwas zu gut drauf. Gold. Wenn ihr das nicht wollt, danke, komm nicht mehr. Ja, ich bin heute etwas arg gut drauf. Aber ich denke, das kommt euch gerade mal zugute, ne?
Ich bräuchte halt noch einen Brustpanzerstufe gut. Das wäre nicht schlecht. Hallo, die sperren mich aus? Das sind zwei Bangern. Ich glaube, mit denen muss ich echt aufpassen. Ich weiß nicht, ob die einen aufheben würden. Also ich habe ja diesen Keck-Kacker. Nee, Little Satan habe ich aufgehoben. Aber ich weiß nicht, wie wichtig das ihnen ist, den Mate aufzuheben. Wir alle wissen, dass es sehr wichtig ist. Aber du brauchst dafür halt auch die richtigen Mates. Hallo? Wie funktioniert... In welche Richtung... Wow. Wenn ich in die Richtung gucke, fliege ich auch dahin? Ah ja. Ganz nett, oder? Erstmal rübergehen in die Zone. Aber die rennen voll dran. Ich gehe hoch für den Überblick und jump halt dann einfach voll rein. Da gehen wir am besten hin, da oben. Oh ja, ich werde angeschossen. Behind. Aber es war gut. Jetzt haben wir sie zumindest direkt gemerkt. Obwohl hinter uns was kommen kann. Da sollten wir vielleicht etwas gucken. Ich lasse meinen Dödel mal dahin rennen. You got bamboozled, look at you. Da, gehen sie hoch. Dann fange ich die halt auf. Pass mal auf, was jetzt passiert, wenn die herkommt. So, tschüss. Da, voll close. So, erstmal schön ein Sternchen werfen. Hier drüber. Jawohl, er wurde getroffen. Haha. Was war denn das für ein Plan, bitte? Ist das unser Airstrike? Ich hoffe. Okay, gut. Mist. Der Mate ist down. Den müssen wir jetzt gleich aufheben. So, down. Die sind unter mir beide. Und schmeißen hier mit Zeug rum. Bye, bye. So, weg ist er. Oh, da ist der andere. Ah, Alter, kriege ich hier nicht down oder was? Na also, es geht doch. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Okay, ich bin down. Aber geile erste Runde, schä. So, und wie spiegelt sich das jetzt hier in der Saison wieder? Aha, guck mal da. Und als Belohnung gibt es dann hier Ihmchen. Da kann man richtig schön hinschwitzen. Wir werden heute auch Apex spielen. Wie gesagt, erstmal ein bisschen Counter-Strike, dann Apex. Und dann werden wir uns die Hosen vollkacken. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö.